Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es zum Sonntag keinen Vlog, sondern Büchervorstellungen. Ich habe im Januar wieder fleißig gelesen und ich habe jetzt beschlossen, die ersten Monate, dass meine Buchvorstellung monatlich zu machen statt quartalsweise, weil wenn du das vielleicht mitbekommen hast, bin ich in 13 Tagen nicht mehr in Deutschland und damit ich nicht alle Bücher mitschleppen muss, um euch die pro Quartal zu zeigen, habe ich jetzt überlegt, zeige ich euch doch heute schon mal die Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Und es sind richtig, richtig tolle Bücher dabei. Und der Vorteil ist natürlich auch, das Video wird kürzer, weil es natürlich weniger Bücher sind. So, ich starte mal mit dem ersten Buch, was ich am Anfang des Jahres gelesen habe. Und zwar ist es dieses hier. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Und genau darum geht es auch. Es gibt richtig, richtig viele Geschichten. Also das Szenario ist so, dass ein Mann immer zu einem Psychotherapeuten geht. Und der Therapeut erzählt zu jeder Situation eine Geschichte, hat eine Metapher parat. Und es ist einfach super schön, so zu lesen. Vor allem, wenn man Geschichten mag, mal ein anderes Buch. Und vor allem sind es so viele Alltagsprobleme, die einem auch bekannt vorkommen, die so in Geschichten und Metaphern verpackt sind. Und plötzlich wirken sie auch für einen selbst nicht mehr so schlimm. Und da waren echt richtig, richtig coole Geschichten drin, die einem so fürs Leben auch helfen. Und ja, total schön, auch super zum Verschenken zum Beispiel. Und mit schönen Lebensweisheiten, coole Geschichten, lässt sich so nett mal nebenbei lesen, mal zur Seite legen, weil in jedem Kapitel quasi eine neue Geschichte auf einen wartet. Die Kapitel sind manchmal echt super kurz mit 2, 3, 4 Seiten. Also auch wenn man mal ganz kurz nur lesen möchte, eignet sich das hervorragend. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ein ganz tolles Buch. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier. Denken Sie groß, Erfolg durch großzügiges Denken. Vielleicht hast du es in dem einen oder anderen Blog schon gesehen, dass ich das gelesen habe. Und da geht es ganz, ganz viel um Mindset, Einstellung, Denken, um Umgang mit bestimmten Dingen, auch um die richtige Einstellung, um Selbstvertrauen durch das Mindset auch Erfolg zu begünstigen. Und es ist einfach für mich nochmal eine gute Auffrischung gewesen. Und ja, also es hat mich nicht komplett vom Hocker gerissen. Ich glaube, es waren 4 Sterne in meiner kleinen Bewertung. Also es war schon richtig, richtig gut. Für mich wurde es so im Mittelteil richtig gut. Am Anfang dachte ich so, oh, ja, ich musste erstmal ein bisschen reinfinden. Aber es ist für mich war es einfach nochmal eine gute Auffrischung, weil ich denke, es ist sehr, sehr heilsam, an bestimmte Dinge immer wieder erinnert zu werden. Und da ist Denken Sie groß eine coole Empfehlung. Als nächstes habe ich ein ganz kleines Büchlein gelesen, und zwar Neuroleadership. Die Leute, die bei der Leadership Masterclass dabei sind, werden jetzt ein bisschen schmunzeln, weil es gab so ein Onboarding-Surprise-Paket, was sie per Post von mir bekommen haben, weil die Leadership Masterclass richtet sich an PraxisinhaberInnen und die hat im Februar gestartet. Und als Überraschung hat jede Praxis ein Paket mit ganz vielen Sachen bekommen, unter anderem das Neuroleadership-Buch, was Führungskräfte aus der Hirnforschung lernen können, weil ich das Buch total gut fand und es auch so ein bisschen in Richtung gesunde Kommunikation geht, um mal ganzheitlich zu gucken, wie wir auch hirngerecht führen können zum Beispiel. Also ein sehr, sehr interessantes Buch, Umgang mit Stress. Es geht um Management, es geht um, ja, auch wie das Gehirn funktioniert, wie hirngerechtes Führen funktionieren kann, was MitarbeiterInnen brauchen, was das Gehirn von MitarbeiterInnen braucht, um zum Beispiel Fluktuation so gering wie es nur möglich zu halten. Und ich finde Neuroleadership ein ganz interessantes Thema. Deshalb ist es auch Thema der Leadership Masterclass, hirngerechtes Führen. Super, super, super wichtig. Deshalb ein cooles Buch, klein und knackig. Und ja, mehr Infos zur Leadership Masterclass findest du in den Shownotes, falls dich das interessiert. Du kannst dich gerne auf die Vorfreudenliste schreiben, wenn du darüber informiert werden möchtest, falls es nochmal stattfinden sollte. Nächstes Buch, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und der Weihnachtsmann hat es mir erfüllt, ist Patientengespräche besser gestalten, Gebrauchsanleitung für helfende Kommunikation.
lese ja gerne Kommunikationsbücher, um immer wieder aufzufrischen. Ich meine, ich habe die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen. Und mein ganzes Buch ist fast gelb. Ich finde dieses Buch echt richtig, richtig gut. Es sind ganz, ganz viele Beispiele drin. Für mich muss es jede gelesen haben, die PatientInnenkontakt hat. Und ich finde es echt, ich finde es grandios, weil es auch Trancezustände zum Beispiel beschreibt, gerade wenn PatientInnen Ängste, Schmerzen oder irgendwas haben. Wir sind ja auch ständig in Trance und das wird oft gar nicht berücksichtigt in der Kommunikation, in welchem Bewusstseinszustand auch PatientInnen gerade sind. Und ich fand es echt richtig grandios, tolle Beispiele, auch ein schönes Wording dabei und auch nochmal die helfende Kommunikation schön erklärt. Also auch es gibt eine Anleitung in diesem Buch, wie funktioniert helfende Kommunikation überhaupt, wie funktioniert es nicht so gut. Und auch, was ich ja immer liebe, sind Fallbeispiele aus dem Praxisalltag. Leute, ordern. Richtig cooles Buch. Das letzte Buch, was ich im Januar gelesen habe, ist das hier. Mit Souveränität zum Ziel. Wie Sie im Beruf durch souveräne Gesprächsführung überzeugen können. Das steht schon ganz lange in meinem Regal. Irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie nicht so für mich die Zeit. Irgendwie, also ich sag immer, das richtige Buch kommt zur richtigen Zeit und wenn du gerade so ein Buch liest, denkst du, nee, irgendwie ist gerade nicht mein Buch, dann leg's zur Seite und schnappst dir später nochmal. Und nachdem ich so angefixt war vom Thema Kommunikation, habe ich mit Kommunikation gleich weitergemacht. Souveräne Kommunikation im Berufsleben. Für mich waren es jetzt nicht so viele neue Erkenntnisse. Das bedeutet nicht, dass das Buch schlecht ist, auf gar keinen Fall. Für mich, ich beschäftige mich ja sehr, sehr intensiv und habe mich auch schon sehr intensiv mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Deshalb nicht so viele neue Erkenntnisse, aber trotzdem die ein oder andere neue Erkenntnis. Es geht um schwierige Gespräche, um Konflikte, Emotionen erkennen und verstehen, Diplomatie auch in der Kommunikation, was souveräne Kommunikation überhaupt bedeutet. Es geht um Missverständnisse. Und so weiter. Es geht um ganz viele unterschiedliche Themen. Und ich finde es echt ganz gut. Also souveräne Kommunikation, gerade so im beruflichen Kontext, ist super wichtig. Eine gute Auffrischung auch nochmal zum Thema. Was mir manchmal ein bisschen gefehlt hat, sind so ein paar Sprachmuster. Das finde ich immer super schön, wenn wir nochmal so sprachliche Beispiele haben. Manchmal kommt es, manchmal nicht. Aber was schön war, am Ende des Kapitels wird das Kapitel immer noch mal so in Stichpunkten zusammengefasst. Das war beim Neuroleadership zum Beispiel auch so. Genau, das waren meine Bücher, die ich gelesen habe im Januar. 5 Stück an der Zahl. Genau, waren ja auch 2 ganz dünne dabei. Uppala. So, das waren die Bücher. Und erzähl doch gerne mal, hast du ein Buch davon schon gelesen? Gibt es irgendeinen Titel, wo du jetzt schon sagst, boah ja, das interessiert mich auf jeden Fall, das werde ich lesen. Und Freunde, ihr könnt euch auch jetzt schon freuen, im Februar, ich habe jetzt schon so coole Bücher gelesen. Also von dem einen bin ich so unfassbar begeistert und berührt. Ich würde es ja am liebsten, ich hatte es schon eben in der Hand, da dachte ich, nein, wir drehen erst den Januar. Aber im Februar werde ich euch das auf jeden Fall noch vorstellen. Und wenn du das auf keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Wordseed-Kanal. Und vielleicht hast du es gesehen, es gibt bei YouTube, bei dem Wordseed-Kanal auch so Playlists. Und da kannst du auch schauen, ob ich eine Playlist mit dem Wordseed-Podcast, eine Playlist mit Vlogs, eine Playlist mit Büchern und eine Playlist mit Poetry Slams und wenn ich ein bisschen gedichtet habe. Genau, würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Und ansonsten beende ich hier an dieser Stelle auch schon das Video. Vielen Dank, dass du zugesehen hast, dass du dabei warst. Gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und hinterlass mir in den Kommentaren, welches Buch hast du schon gelesen? Vielleicht von diesen? Welches wirst du vielleicht jetzt lesen? Und dann würde ich mich sehr freuen, mich mit dir auszutauschen. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.